Hi, ich bin Lara. Hi, und ich bin der Sven und wir beide studieren an der Sporthochschule, arbeiten sonst als Ernährungsberater und haben uns gedacht, weil wir ja auch den Eignungstest machen mussten, dass wir euch mal ein paar Tipps geben, wie ihr mit der richtigen Ernährung über den Tag so energiegeladen wie möglich kommt. Viel Spaß damit und setzt es gerne um. Wenn dein Sporttest früh morgens beginnt, so wie unser Test hier in Köln, dann würden wir dir empfehlen, so gegen 19, spätestens 20 Uhr am Abend vorher deine letzte große Mahlzeit zu essen. Bei dieser Mahlzeit wollen wir nochmal den Körper mit möglichst vielen Nährstoffen versorgen und die Portionsgröße sollte deswegen dich gut sättigen und zum größten Teil aus Kohlenhydraten bestehen. Denn so können wir unsere Glykogenspeicher, also unsere Energiespeicher, füllen. Am besten isst du eine Kohlenhydratquelle als Basis, von der du weißt, dass du sie gut verträgst. Hier haben wir dir mal eine Übersicht gezeigt mit Lebensmitteln, wovon weißer Reis, Weizennudeln und Kartoffeln die meisten Menschen am besten vertragen. Wenn du einigermaßen ballaststoffreich schon vorher gegessen hast, würden wir dir aber immer die Vollkornvariante empfehlen. Die Nacht sollte reichen, damit dein Körper die Kohlenhydrate verdaut und gespeichert hat für den Morgen danach. Fette und Ballaststoffe sind im Alltag natürlich wichtig und essentiell, aber am Abend vor deinem Sporttest solltest du die Menge eher gering halten. Vor allem fettiger Käse und Fleisch legen uns ziemlich lahm. Wir haben hier mal zwei Rezeptvorschläge für dich, die gut verdauliches Gemüse und pflanzliche Fette enthalten und deinem Körper einfach gut tun. Probier sie einfach die Tage vorher aus und alle Rezepte sind auch nochmal in der Infobox verlinkt. Die Proteinversorgung ist natürlich auch sehr wichtig. Da solltest du im besten Fall auf ein hochwertiges Proteinpulver zurückgreifen, welches du auf jeden Fall gut vertragen solltest und am besten dir auch noch gut schmeckt. Für die optimale Ernährung am Eignungstesttag selber ist das Frühstück natürlich auch eine wichtige Mahlzeit. Achte dabei darauf, dass das Frühstück ausgewogen gestaltet ist. Zum einen langkettige Kohlenhydrate, die die langfristige Energieversorgung über den Tag gewährleisten. Das kann in Form von Haferflocken oder einem Vollkornbrot sein. Dabei aber auch darauf achten, dass du nicht zu viel davon isst, weil die auch sehr ballaststoffreich sind und in zu großer Menge schwer mageln können. Ebenso ist eine gute Proteinzufuhr wichtig. Das kann in Form von magerem Joghurt oder Proteinpulver mit Wasser gewährleistet werden. Das kann man auch super mit Haferflocken mischen. Zudem können Früchte noch ein bisschen Fructose liefern. Nüsse liefern uns dann noch essentielle Fettsäuren, die auch ganz wichtig sind für den Tag. Da auch nicht zu viel essen, so eine Handvoll Nüsse reicht auf jeden Fall. Wir haben aber auch einfach noch ein paar Rezepte in die Infobox verlinkt, die ihr euch auch sehr gerne anschauen könnt. Du willst ja von Disziplin zu Disziplin bis zum finalen Ausdauerlauf die größtmögliche Energie haben. Damit das möglich ist, müssen wir zwischendurch dafür sorgen, dass unser Energiespeicher wieder gefüllt wird. So halten wir unseren Blutzuckerspiegel auch möglichst konstant. Deswegen gilt auch hier wieder, möglichst wenig Fett und Ballaststoffe, aber genug Proteine und Kohlenhydrate. Getrocknetes Obst und Pflaumen hingegen können für euch funktionieren, wirken aber bei den meisten sehr verdauungsfördernd, was dann mit unfreiwilligen Toilettenpausen eher ungünstig sein kann. Wenn ihr mal eine etwas längere Pause habt, dann sind aber auch Haferflocken, vielleicht mit Proteinpulver als Porridge oder als Müsli mit Hafermilch oder Joghurt, auch eine super Möglichkeit. Auch Brot, das ihr gut vertragt, eher mit weniger Körnern, mit zum Beispiel einem gekochten Ei, so wie hier, oder auch mit Hummus, sind ein guter Zwischensnack. Da natürlich keine zu großen Portionen. Hier seht ihr nochmal eine Übersicht an Möglichkeiten, wobei diese Lebensmittel auch super zwischendurch gesnackt werden können. Da haben wir zum einen in dem geringen Volumen Mais oder auch Reiswaffeln, aber auch viel Obst, wo Trauben und Bananen besonders viel Fruchtzucker haben. Was uns außerdem auf jeden Fall leistungsstark hält über den Tag, ist ein ständig gefüllter Wasserhaushalt. Dabei achte darauf, dass du schon nach dem Aufstehen genügend Wasser zu dir nimmst und zwischen den einzelnen Disziplinen immer wieder etwas trinkst, am besten sogar stilles Wasser. Sobald wir nämlich Durst empfinden, ist das ein Zeichen, dass unser Körper dehydriert ist. Das heißt, unser Körper funktioniert nicht mehr so, wie er funktionieren sollte. Deswegen versuche auf jeden Fall, Durst zu vermeiden. Eine wichtige Sache ist auch noch unser Elektrolytehaushalt. Erst recht durch das vermehrte Schwitzen scheiden wir Elektrolyte wie zum Beispiel Natrium besonders aus, aber auch Magnesium, Calcium und so weiter verlieren wir über den Tag. Und da macht auf jeden Fall ein isotonisches Getränk Sinn, das unseren Elektrolytehaushalt immer wieder auffüllt. Aber Vorsicht bei gekauften Sportgetränken, schaut euch auf jeden Fall die Zutatenliste einmal genauer an.
Denn in Deutschland gibt es derzeit keine Vorschriften hinsichtlich Zuckergehalt oder Mineralstoffgehalt, um auf die Verpackung isotonisch draufschreiben zu können. Wir haben euch hier mal eine Liste eingeblendet, welche Zutaten auf jeden Fall in so einem guten isotonischen Getränk enthalten sein sollten. Als Alternative könnt ihr auch einfach Mineralwasser mit Apfelsaft mischen. Dabei sollte das Verhältnis so 3 zu 1 sein, also 3 Teile Wasser und ein Teil Apfelsaft. Noch zu dem Thema Kaffee oder Energy Drinks. Wenn du ein Kaffeetrinker bist und ohne deine 3 Tassen Kaffee über den Tag nicht klarkommst, auch beim Eignungstest selber, dann alles gut, halte das auf jeden Fall bei. Ein Irrglaube ist aber zu denken, dass das Koffein uns mehr Energie gibt. Die Kohlenhydrate, die wir zum Beispiel durch das isotonische Getränk zu uns nehmen, die halten uns fit und die halten unser Energielevel weiter oben. Das Koffein hält aber eher unseren Organismus wach, was natürlich auch hilfreich ist, erst recht, wenn man früher als sonst aufsteht, weil der Eignungstest ja sehr früh auch anfängt. Da empfehle ich sogar noch einen grünen Tee mit zu trinken, also parallel, weil das L-Theanin im grünen Tee uns auch nochmal fokussierter macht. Das heißt, wir haben mit der Kombi dann einen fokussierten, konzentrierten, aber auch wachen Zustand und damit können wir dann super zum Eignungstest fahren. Es gibt auch Firmen, die beide Substanzen vereinen, das heißt L-Theanin und Koffein zusammen in ihren sogenannten Boostern. An sich gut, aber achtet darauf auf jeden Fall, dass ihr eine gute Qualität habt und in den Boostern auf jeden Fall nicht zu viel Zucker mit drin ist. Vor allem Vorsicht vor hochkalorischen Energy Drinks. Mehr Energie für den Tag durch die Energy Drinks klingt zwar erstmal einleuchtend, in der Theorie ist das auch so, aber in der Praxis funktioniert das auf jeden Fall nicht. Den Energieschub, den bekommen wir durch einen rasanten Anstieg des Blutzuckerspiegels. Bei der Menge an Zucker absolut kein Wunder, nur hält dieser Kick nicht lange an, weil unser Blutzuckerspiegel direkt wieder in den Keller stürzt und danach sogar niedriger als zuvor ist. Und das macht uns sogar eher müde und antriebslos. Finde schon vorher heraus, was du gut verträgst. Am Ende sind wir alle individuell und für den einen mag das eine funktionieren, während es für jemand anderen was ganz anderes ist. Daher ist ganz wichtig, dass du schon rechtzeitig in Verbindung mit deinem Training herausfindest, was für dich am besten funktioniert. Nach welchem Essen fühlst du dich fit, energiegeladen und was belastet deinen Körper eher? Auch wenn etwas vermeintlich gesünder sein soll oder besser, sind wir immer noch Gewohnheitstiere und müssen unseren Körper erst an Umstellungen gewöhnen. Daher ist unser Tipp: Experimentiere nicht mit neuen Lebensmitteln, irgendwelchen Riegeln, die du noch nie vorher getestet hast, oder schweren Mahlzeiten, von denen du weißt, dass das Food-Koma nicht weit ist. Zum Schluss wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Umsetzen, natürlich auch viel Erfolg bei eurem Sporteignungstest und vielleicht sieht man sich ja mal auf dem Gelände der Sporthochschule wieder.